Herzlich willkommen bei diesem Horoskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Und weil das eine andere Berechnung ist, ist auch ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent oder die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Doriela, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Häuser oder Lebensbereiche. Ich benutze eher das Wort Lebensbereiche, für mich ist das passender. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Ich setze Waage hier zum ersten Lebensbereich. Und das bedeutet, das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf die Erde. Du bist ein Kind davon und das begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Und dazu gehören die Waage Eigenschaften, die Bedürfnis nach Liebe und Harmonie, auch Schönheit, Kreativität, Ästhetik, bist mit Sicherheit eine sehr schöne Frau und so bist du auch wahrgenommen. Außerdem, Waage liebt auch die Gerechtigkeit und das spricht für deinen Gerechtigkeitssinn. Der einzige Nachteil ist, wenn man versucht, immer alles abwiegen und trifft schwer Entscheidungen. Der zweite Lebensbereich hier hat mit Werten etwas zu tun, auch mit Selbstwertgefühl, bedeutet auch wertvolle Dinge in Besitz nehmen. Und es ist nicht immer materielle Dinge, das kann auch geistigen Reichtum sein oder schöne Freundschaften oder Liebe, Partnerschaft, die sind auch wertvoll. Und das ist dieses Besitz. Und hier sind aber auch die Finanzen. Und Selbstwertgefühl und Finanzen hängt energetisch Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, oh, ich habe das gar nicht verdient, ich bin es nicht wert, hat immer weniger Geld als Menschen, die behaupten, ich bin es wert, ich habe das schon im Besitz, ich habe das auch verdient. Hier hast du Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement hat einen Bezug zu unserem Unbewussten, auch zu unserer Intuition und unseren Gefühlen. Und die Skorpion zeigt die Wandlung, die Transformation und Erneuerungsprozesse. Es sind aber Gefühle. Und das kann ich so erklären. Es gibt zwei Systeme, zwei grundverschiedenen Systeme. Die eine hat mit den anderen nichts zu tun. Die eine System sind die negativen Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Wut, Schuldgefühl, Aggression, Eifersucht,
Neid, Hass. Es sind die negativen Gefühle. Neid und Hass ist die tiefste, die Gefühle und ist zerstörerisch. Aber Gefühle wie Angst oder Zweifel oder Schuldgefühl oder auch mal Wut, das kennen wir alle. Ist aber schon die negativen Gefühle. Das ist eine Art Grauzone. Aber in dem Moment, wo wir das zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse und es blockiert. Angst blockiert. Und das ist die eine Energiefeld, die eine Schlangenenergie und das zieht alles nach unten. Die zweiten System sind die positiven Gefühle. Dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Hilfsbereitschaft, auch Liebe, das ist das höchste Gefühl. Es ist göttlich, es ist schöpferisch. Und es ist wichtig, von negativen Gefühlen verabschieden und übergehen auf den positiven Gefühlen. Das ist die zweite Schlangenenergie und damit steigt alles nach oben, befreit uns auch. Und das ist diese Transformation oder Kundalini-Energie, was die Skorpion uns auch belehrt. Und wenn das um Werten geht oder Finanzen, dann ist wichtig, auf die Gefühle achten, dass du verabschiedest von Verlustangst. Das führt zum Verlust, auch zum Geldverlust oder Schuldgefühl. Auch verabschieden, weil das führt zum Schulden. Der dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit. Wie hast du das erlebt? Könntest du dich da durchsetzen gegen deine Geschwister oder anderen Kinder? Hast du Anerkennung bekommen oder warst du immer auf die Seite geschoben? Welche Erinnerungen hast du? Weil diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. Wenn du dich damals behaupten könntest, dann tust du dich viel leichter im Leben. Wenn aber dein gewisser Mangel besteht und warst du klein gehalten oder warst du nicht ernst genommen, dann belehrt dich das Leben, weil das spiegelt wieder. Und das sind die Prüfungen in unserem Leben, das Schule des Lebens. Und dann lernen wir später uns behaupten. Außerdem, hier gehört auch Nachrichten, Informationen, Bildung, ein Austausch von Informationen und auch Medien. Hier hast du die Schütze. Die Schütze gehört zum Feuerelement und das bedeutet schon dein feurige Temperament und das hast du schon erlebt in der Schulzeit auch. Schütze steht auch zum Bewegung, auch zum Sport. Das kann ein Hinweis sein, dass du sehr sportlich warst in der Schule. Außerdem ist hier wichtig die Orientierung. Aber die Schütze neigt dazu zum Glauben, es muss noch etwas Besseres da sein. Aber wenn die Schütze versteht, was eigentlich hier gezeigt wird, dann hat die Orientierung. Dieser Pfeil zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet das unseren Wünsche. Und wenn wir unseren Wünsche als Ziel setzen, dann haben wir schon die Orientierung. Der vierte Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Ich vergleiche das mit einem Baum und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und wir brauchen diesen Halt im Leben. Das sind unsere Ahnen, unsere Traditionen, unsere Herkunft und unserem Zuhause.
Und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, ist auch hier in diesem Lebensbereich. Und das gibt uns Basis, das gibt uns Halt im Leben. Hier hast du Steinbock. Steinbock ist eher konservativ und liebt das Alte, das gut Bewahrte und befestigt das auch. Und das könnte bedeuten dein Elternhaus. Oder weil das viel mit alten Dingen zu tun hat, könnte ich mir vorstellen, dass du liebst Antiquitäten oder eine alte Villa würde auch sehr gut passen zu dir. Steinbock wirkt in jungen Jahren eher streng und schränkt uns ein, belehrt uns aber, weil hier herrscht Saturn, der große Lehrmeister. Im zweiten Lebensbereich, in der zweiten Lebenshälfte wirkt Steinbock stabilisierend und unterstützt uns, gibt uns Halt und Stabilität im Leben. Dann kommt das alles in Form. Ich könnte sagen, das ist dann wie ein Stück Paradies. Ein Stück Paradies auf die Erde. Und das erlebst du dann hier in Wohnsituation. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder und das bedeutet unseren Kindern, unseren Enkelkindern, die Verbindung zu den Kindern, auch im Allgemeinen, aber bedeutet auch unserem eigenen Kindheit, diese Erinnerungen, wie haben wir das erlebt, welche Erinnerungen pflegen wir, bedeutet auch das innere Kind und das sollen wir auch stärken, immer wieder uns sagen, ja, das hast du ganz gut gemacht, ich bin so stolz auf dich, weil das stärkt uns innerlich. Außerdem, wir können und wir sollten auch etwas von Kindern lernen. Beobachten, wie die Kinder spielen. Und diese unbeschwerte Art brauchen wir im Leben. Weil so mit dieser Energie, mit dieser Einstellung auch, können wir viele Dinge leichter nehmen oder etwas in Gestalt bringen. Das ist hier auch die Kreativität und Lebensfreude. Das Leben betrachten wie eine Bühne, wie ein Theater. Und wir wählen diesen Ort aus, wir wählen diese Bühne aus, wir dekorieren das, wir wählen die Kostüme aus, die Schauspieler, wir schreiben die Drehbuch, wir führen die Regie und wir spielen die Hauptrolle. Und das ist hier wichtig zum Verstehen, weil wir stehen im Mittelpunkt in unserem Leben und dazu müssen wir die Verantwortung übernehmen. Und das heißt nicht egoistisch zu sein, sondern das annehmen wie eine Selbstverständlichkeit. Und das ist diese schöpferische Kraft, dann können wir unserem Leben schöpferisch gestalten. Hier hast du Wassermann. Wassermann schenkt einen Weitblick und auch diese Leichtigkeit. Und hier, weil herrscht über die Wassermann Uranus, Uranus vermittelt hier etwas. Das Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Und mit diesem Bewusstsein kannst du leichter dein Leben kreativ gestalten. Oder hast du künstlerische Begabung und das ist sehr außergewöhnlich. Und das kann auch natürlich ein Hinweis sein für deine Talenten und deine Begabungen. Im sechsten Lebensbereich ist der Alltag, die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, dann wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fische. Wie kannst du den Alltag bewältigen, wenn du vertraust das Fluss des Lebens? Dann geht alles mit Leichtigkeit voran.
Aber wieder zeigt sich hier deine künstlerische Begabung. Und das ist schon im Bereich Arbeit. Worauf solltest du hier achten? In diesem Sternbild sind es zwei Fische. Und sie schwimmen im Wasser. Und Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Und der eine Fisch hat immer Angst und zweifelt an allem und hat Selbstmitleid und das blockiert, da geht nichts voran. Und die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, hier ist der Reichtum verborgen, das ist ein Traum. Und das zeigt, du kannst deinen Alltag traumhaft schön gestalten oder du kannst deine Träume leben im Beruf. Ja, das ist ein Traum. Und das kommt von Neptun-Energie, weil das herrscht hier. Dann kommt noch Jupiter dazu und Jupiter schenkt uns dieses Glück, die Chancen, Möglichkeiten. Dazu brauchen wir ein Bild, eine Vorstellung von idealen Zustand. Und auf diesem Bild, auf dieser Vorstellung glauben. Und immer wieder Zeit nehmen. Und dazu empfehle ich, jeden Tag 5 Minuten zurückziehen, zur Ruhe kommen, die Augen schließen und vorstellen, was du erreichen möchtest. Auch beruflich, auch finanziell, auch familiär, auch in Freundschaften, auch in die Liebe, Partnerschaft. Dann hast du deine Bilder, dann hast du eine Vorstellung davon, was du erreichen möchtest im Leben. Und pflege diese Bilder, immer wieder Energie drauf lenken, weil das manifestiert sich. Natürlich muss das realistisch sein, aber dann manifestiert sich das auch. Und glaube daran, weil Glaube versetzt Berge. Aber dann loslassen und geschehen lassen. Und das heißt, du schenkst dein Vertrauen Gott gegenüber, das Leben gegenüber, weil dann ist das deine Einstellung. Du vertraust das Fluss des Lebens. Und genau in die Richtung bewegt sich alles, wie du das vorstellst. Und davon überzeugt zu sein, das ist die innere Kraft. Wenn du betrachtest jetzt dein Aszendent Waage, und das heißt, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und im selben Moment ist die Tierkreiszeichen wieder in Westhorizont nach unten gegangen wie ein Sonnenuntergang. Die untere Teil des Horoskopes ist das Unbewusste und das obere ist das Bewusste. Aber in dem Augenblick, die Geburt, bei dem ersten Atemzug, stehen die noch gegenüber. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Neugeborener sieht auch etwas. Schaut in diese Richtung und hier ist ein Spiegel und man entblickt in diesen Spiegel der Seelenpartner. Und hier hast du die wieder. Aber das ist wie ein Sonnenuntergang, untergeht an das Unbewusste. Also wir unbewusst wissen das auch. Wieder bedeutet immer wieder Neuanfang, besonders in jungen Jahren. Aber später bestimmst du die Richtung und das ist die Richtung, was dich wirklich begeistert auch. Das ist hier die Feuerelement. Was noch wichtig ist bei Widder, das ist das goldene Fell der Widder. Das ist hier verborgen. Die mythologische Geschichte erzählt, dass diesen goldenen Felder wieder ist in ein Zauberwald versteckt und das hütet eine Drache.
Und die Argonauten mussten diese goldenen Fell wiederholen. Natürlich muss erstmal die Drache besiegen. Und dieser Drache symbolisiert die Angst, unsere Ängste. Aber wenn wir unsere Ängste loslassen können, dann können wir in diesem Zauberwald eintreten, diesen goldenen Fell der wieder zum Holen. Und das ist nichts anderes als unsere Ausstrahlung. Und unsere Ausstrahlung, dieses Energiefeld oder Aura, kommt von unserem Inneren. Das besteht aus Denken und Fühlen. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. All das, was wir ausstrahlen, kehrt auf uns auch zurück. Und hier ist natürlich wichtig, auf deine Ausstrahlung achten. Also angstfrei, positiv denken und mit dieser Ausstrahlung, das ist leuchtet wie Gold, natürlich ist das deine Anziehungskraft und das wirkt in die liebe Partnerschaft. Also das könnte man sagen wie eine magische Anziehungskraft. Hier im achten Lebensbereich ist der Tod. Natürlich hat das mit Todesfall und erbschaftlichen Situation auch was zu tun, gehört auch zu unserem Leben. Aber das ist hier weniger der Tod gemeint, sondern eher das Leben. Dass wir viele Dinge im Leben loslassen können, verabschieden können, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist dieser Erneuerungsprozess. Hier hast du Stier. Stier möchte aber etwas festhalten, bewahren. Das ist gar nicht einfach hier wirklich auch loslassen. Wenn aber um die Finanzen geht und die achte Lebensbereich sind auch die Finanzen, aber mehr die Ämter wie Finanzamt, Versicherungen oder Banken, Investitionen oder Erbschaft oder das Geld des Partners. Natürlich ist dann Stier hier Gold richtig, bringt Gold. Die neunte Lebensbereich sind die Reisen. Natürlich kann das bedeuten Ausland, Auslandskontakte, Urlaub oder Fremdsprachen, Verbindungen zum Ausland, bedeutet aber auch eine innere Reise, Spiritualität oder unserem Glauben, wobei das Göttliche ist in Verbindung mit dieser spirituellen Richtung, ganz klar. Aber bedeutet auch unserem Glaubenssätze. Woran glauben wir? Glauben wir an uns selbst? Glauben wir an die Liebe? Glauben wir an Gott? Und das können wir hier stärken. Und hier hast du die Zwillinge. Und das ist eine spirituelle Reise. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger von dem König. Und sie gebar den Zwillingen Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und wo dann Kastor sterben musste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte, ja, ich möchte auch sterben. Ich kann doch meinen Halbbruder nicht alleine lassen. Bis jetzt waren wir auch immer zusammen. Und Zeus sagte zu ihm, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich.
Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und sie leuchten als Hauptsternen in Zeichen Zwillingen, Castor und Pollux. Und diese Geschichte belehrt uns, dass wir Menschen eine Seele haben. Und unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also wir haben eine göttliche Funke in uns, in unserem Inneren. Und das ist unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper, verlässt Materie, verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und sinngemäß kann ich das mal so vorstellen, dass Gott dann fragt, ja, erzähle, wie war auf die Erde. Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt. Und das ganze Leben spielt sich ab wieder wie ein Film. Und Ende dieses Filmes fragt dann Gott, ich kann das nur so vorstellen, sinngemäß, ja, wie fühlst du dich jetzt? Und wenn die Seele sagt, ja wunderbar, mir geht's gut, dann hat die Seele befreit von Karma. Natürlich kommt die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auch uns wieder zurück. Das muss die Seele ausgleichen. Aber wenn die Seele dann sagt, ich habe das alles nochmal angeschaut, mein ganzes Leben wie ein Film spielt sich hier ab, und jetzt stelle ich mir fest, ich habe gar nicht gelebt. Dann sagt der liebe Gott, ja gut, dann mach besser, geh zurück, mach das besser. Und die Seele wählt ein Schicksal aus, einen neuen Schicksalsweg und kommt zurück auf die Erde. Und dieser Schicksal hat einen Anfang. Das ist unsere Geburt und hat ein Ende. Das ist unser Tod. Und das ist unser Lebensweg. Die Seele kennt das alles. Die Geburtshoroskop ist ein Spiegelbild dafür. Das ist der Seelenplan eigentlich. Das ist das goldene Weg. Und wenn uns das bewusst ist, dass wir eine Seele haben, dann kümmern wir uns um unsere Seele. Dann nehmen wir dafür Zeit, dass wir zurückziehen, die Ruhe bewahren, dass wir meditieren oder vorstellen, diese inneren, wie einen inneren Tempel, wo die Seele sich wohlfühlt. Und das ist so wichtig. Und dann haben wir auch ein anderes Bewusstsein, einen höheren Bewusstsein, weil wir erkennen, wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung und die Verbindung ist da. Und das ist dein Spiritualität. Und hier die Luftelement heißt, das befreit dich auch. Luftelement befreit. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist das Krone des Baumes. Hier bekommen wir Anerkennung, Respekt und Ansehen. Zeigt auch die Öffentlichkeit. Und hier liegt auch unsere Berufung. Hier hast du die Krebs. Krebs hat das Feingespür, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Krebs ist auch sehr intuitiv. Du brauchst nicht immer unbedingt im Mittelpunkt zu sein oder in Öffentlichkeit. Du liebst auch mal im Hintergrund etwas bewirken. Bist du manchmal zurückhaltend, aber das braucht deine Seele. Im 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte und Freundschaften. Und wir sollen mit unseren Wünschen Freundschaft schließen. Hier sind auch Gruppen von Menschen, die gleichgesinnt sind. Hier hast du Löwe. Dein Wunsch ist die Selbstdarstellung, deine Bühne, deine Lebensbühne oder deine Kreativität.
Und du liebst auch mit Menschen zusammen sein, die in Öffentlichkeit stehen oder unterstützen deine kreative Arbeit. Im 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens, das zu erkennen. Nicht nur das, sondern alles, was im Geheimen ist. Alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, gehört auch zu diesem Lebensbereich und auch karmischen Themen. Außerdem auch die geheimen Feinde. Hier hast du Jungfrau. Und die Jungfrau kann die Zusammenhänge erkennen. Das ist die kluge Jungfrau. Und in diesem Bereich kannst du auch forschen, weil das ist die Weisheit, dieses Wissen, die Zusammenhänge auch erkennen. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Stier. Und das hast du im 8. Lebensbereich. Jetzt möchte ich etwas erklären. Im 11. Lebensbereich sind deine Wünsche und Freundschaften. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Das heißt, du neigst dazu, andere Menschen bewundern. Die stehen im Licht und bekommen sie von dir diese Bewunderung. Du hast aber den Wunsch, diese Sehnsucht nach Selbstdarstellung, dein eigenen Sonne zum Leben. Und dein Sonne liegt hier im Stier. Und das bedeutet, nimm das im Besitz. Stier ist Besitz. Und Stier nimmt wertvollen Dinge im Besitz. Und das ist dein eigenen Sonne. Und hier im 8. Lebensbereich bedeutet, das ist die Transformation. Außerdem steht Sonne in Verbindung zu unseren Augen. Das ist das Licht, das Sehen, das sind die Erkenntnisse. Und Sonne steht in Verbindung zu unserem Herz. Ganz einfach kann ich das erklären. Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also das ist auch wichtig, diese Herzensangelegenheiten leben. Und all das, was dein Selbst stärkt, all das, was dein Herz stärkt, das sollst du befestigen und alles andere loslassen. All das, was das stört oder hindert, davon verabschieden. Die Sonnensymbol ist ein Kreis, und in Mitte ist ein Punkt. Und dieser Punkt in die Mitte ist dein Selbst. Und das Kreis symbolisiert dein Leben. Und das kannst du so vorstellen. Oder sogar eine Übung machen. Mach einen Kreis auf dem Boden aus Salz oder aus Sand und stelle dich in die Mitte. Und dann kannst du sagen, das ist jetzt mein Königreich. Und das symbolisiert dein Leben. Das ist mein Königreich. Und ich bin hier die Königin. Und ich beherrsche das, weil eine Königin herrscht. Und dieser Kreis ist die Grenze. Und die Menschen, die ich liebe, und sie mir gut tun, sie sind herzlich willkommen. Und die Menschen, die mein Königreich stören, sollen draußen bleiben. Eine ganz einfache Regelung. Und da ist die Grenze, dann kannst du Grenzen setzen. Und wenn du versuchst, das ein bisschen nachdenklich zu sein oder diese Übung machen,
dann verstehst du, was hier gemeint ist. Wie wichtig das ist, dein Selbst ins Licht zu bringen, in diesem Glanz zu bringen, weil das entspricht deine Wünsche. Mond befindet sich im Waage, hier in dein Aszendent. Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter. Und deine Mutter steht ganz nah zu dir. Mond ist eine weibliche Energie. Wie ich schon sagte, das symbolisiert auch Mutter oder Mütterlichkeit. Und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Das ist auch deine Ausstrahlung, diese Mütterlichkeit. Und Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Und das ist auch eine weibliche Energie. Du hast mit deinem Auftreten, so wie du auch wahrgenommen, sehr, sehr viel weibliche Energie. Mond bedeutet auch deinen Gefühlen. Und hier im Waage, das ist schön und angenehm. Und du brauchst die Ruhe, die Harmonie und die Friede, auch die schöne Umgebung. Das braucht dein Gefühl. Mars ist der Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und diese Kraft haben wir Frauen auch und wir brauchen auch das, weil wir müssen auch uns durchsetzen im Leben oder mal etwas in Bewegung setzen oder uns auch wehren. Mars hast du in Zwillinge und das hier im 9. Lebensbereich. Mars bedeutet aber auch der Mann. Und das kann ein Hinweis sein, dass du diesen Mann auf einer Reise kennenlernst oder dass dieser Mann aus Ausland kommt oder kennenlernst du in Bildung, weil der 9. Lebensbereich hat auch mit Bildung etwas zu tun. Und dieser Mann soll gesprächlich sein und intelligent. Legst du ganz großen Wert drauf. Merkur zeigt die Zeit, die Kindheit und Jugend. Merkur ist aber auch der Planet, der handelt und steht in Verbindung zum praktischen Wissen oder Austausch von Informationen, Kommunikation. Merkur befindet sich bei dir in Widder und hat einen Einfluss auf die Liebe, Partnerschaft. Und das kann für dich bedeuten, dass dieser Mann ist sehr intelligent und gebildet und ihr habt immer wieder schöne Gespräche. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann von Kindheit, Jugend schon kennst oder dass dieser Mann hat eine jugendliche Ausstrahlung oder vermittelt etwas, was bei dir das auslöst, dass du als Frau diese jugendliche Ausstrahlung hast. Jupiter ist rückläufig im Horoskop und befindet sich hier in Skorpion. Diese Rückläufigkeit bedeutet Vergangenheit. Und hier hast du Themen mit dieser Transformation. Das kann auch karmische Themen sein. Achte auf deine Gefühle. Natürlich kann das bedeuten, diese Rückläufigkeit als Erinnerungen, dass du im Kindheit, Jugend klein gehalten wurdest. Und das wirkt natürlich auch auf die Werte, wo du dann bei dir entsteht dieses Gefühl, mir steht das gar nicht zu, ich bekomme das sowieso nicht. Weil Jupiter zeigt eigentlich deinen Größen. Und du sollst auch mit deinen Größen bewusst sein. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, hier hast du Erinnerungen und daran sollst du arbeiten mit deinen Größen bewusst sein, mit deinen Werten. Und in dem Moment, wenn du zu dir selbst stehst und auch zu deinen Größen und zu deinen Werten,
wirkt Jupiter sehr vorteilhaft. Immerhin ist Jupiter der große Glücksplanet. Also bringt Glück im Finanzen, wenn hier die Gefühle transformieren kannst. Und Jupiter übertreibt manchmal was, weil Jupiter vergrößert immer alles und da neigt dazu etwas auch zum Übertreiben. Aber die Rückläufigkeit in dein Geburtshoroskop bremst das etwas. Also du kannst dich auch mal zurückhalten und du verstehst auch, dass du nicht immer alles sofort besitzen kannst. Also da zeigt sich diese Rückläufigkeit von Jupiter auch mal vorteilhaft. Aber immerhin ist Jupiter der große Glücksplanet und da hast du auch mal Glück- oder Gewinnchancen. Venus ist der Planet der Liebe. Venus ist weiblich, also zeigt dich auch als Frau. Aber nicht nur diese Weiblichkeit, sondern auch die Begabung nach Kunst, Kreativität, dieser Schönheitssinn und Ästhetik. Alles, was schön und harmonisch ist, steht in Verbindung zum Venus. Venus hast du hier in den Zwillingen. Interessant ist, dass die beiden Liebesplaneten Mars und Venus hier im 9. Lebensbereich sind und das hat einen Bezug zum Ausland. Wieder ein Hinweis, dass du deine Liebe im Ausland kennenlernst oder er kommt von Ausland oder ihr macht immer wieder schöne Reisen. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Saturn ist rückläufig in dein Geburtshoroskop und diese Rückläufigkeit bedeutet auch alten karmischen Themen. Saturn hast du hier im Schütze und das bedeutet die Erinnerung an die Schulzeit und Saturn ist sehr streng im jungen Jahren. Und so könnte ich das vorstellen, dass in Kindheit, Jugend, für dich ist das sehr beschränkt war, einschränkend oder sehr, sehr streng, schwierig in dieser Zeit. Auch schwierig war, dich zu behaupten anderen Kindern gegenüber. Aber Saturn zeigt, du hast hier Lernaufgabe. Das ist eine große Lernaufgabe, dich zu behaupten, dich durchsetzen. Und das ist die Prüfung des Lebens in die Lebensschule. In der zweiten Lebenshälfte wirkt Saturn angenehm, weil sorgt dafür, dass hier eine Struktur kommt. Und das sind auch die Verbindung zum Verwandten oder Schulungen, Seminaren, dann kann auch bedeuten, dass du das ernst nimmst und hast du dieses Bedürfnis, noch etwas zum Lernen oder dich anmelden in verschiedenen Schulungen. Möglich ist es auch, dass du das anbietest. Das ist hier ein Austausch, Wissen vermitteln und Wissen aneignen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, kommt plötzlich und unerwartet. Uranus hast du hier im höchsten Punkt des Horoskopes, wo die Berufung lebt. Uranus steht für etwas, was außergewöhnlich ist, auch für Astrologie. Und das kann auch eine berufliche Richtung sein. Oder dass du immer unerwartete Ereignisse hast im beruflichen Umfeld. Oder hast du Begegnungen oder bekommst du ein Angebot und das ist sehr eigenartig, außergewöhnlich, sehr, sehr außergewöhnlich. Oder du triffst mit außergewöhnlichen Menschen in Öffentlichkeit. Neptun herrscht über unsere Träume.
das ist auch unsere Fantasie, diese bildhafte, das ist unsere Vorstellungskraft. Und Neptun ist auch der Planet der Künstler, weil Neptun lässt uns auch inspirieren. Das ist diese Kreativität und das hast du hier im Waage. Neptun ist rückläufig und da hast du auch Erinnerungen, nicht nur an die Kindheit, sondern auch karmischen Erinnerungen. Das kann auch deine künstlerische Fähigkeit sein, das, was du schon in früheren Leben gemacht hast. Das ist deine Kreativität und hier im Waage sowieso, weil Waage steht auch für Kunst und Kreativität. Aber Neptun vermittelt noch etwas. Das könnte ich sagen, das ist die Schattenseite. Wobei das nicht von diesem Planet kommt, sondern wenn diese Energie man missbraucht. Neptun ist schwer zum Greifen. Weil das sind unsere bildhaften Vorstellungen. Und auch unsere Fantasie oder unsere Träume, unsere Visionen. All das gehört zum Neptun-Einfluss. Und stell dir vor, wenn jemand dir etwas erzählt und das klingt erstmal so traumhaft schön, man neigt dazu, das zu vertrauen, weil man hört das gerne, wenn das so traumhaft schön erzählt wird. Das wird manchmal missbraucht, weil vielleicht entspricht gar nicht die Wahrheit. Und hier diese Rückläufigkeit von Neptun kann ein Hinweis sein, dass du im früheren Leben oder in jungen Jahren immer wieder mal betrogen wurdest. Und wenn das so ist und hat man diese Erinnerungen, dann ist erstmal Misstrauisch. Und es gibt Momente in deinem Leben, wo bei dir das wird, dass du ein bisschen misstrauisch bist anderen gegenüber. Pluto zeigt die inneren Kraft. Pluto hat die Motto alles oder nichts. Und das hast du hier im Löwe. Pluto belehrt dich auch. Leb deine Wünsche, leb deine Vision und setz das als Ziel. Und dann kommt diese Überzeugungskraft von Pluto, wenn man sagt, alles oder nichts. Entweder das, was ich wünsche, oder gar nicht. Pluto macht keine Kompromisse. Aber das ist auch bei Freundschaften. Du hast da auch eine bestimmte Vorstellung. Und das sind Menschen in Öffentlichkeit oder Menschen, die Macht ausstrahlen oder haben eine machtvolle Position, wo vielleicht sogar diese Neigung da ist, nur mit diesen Menschen in Verbindung sein oder Freundschaften schließen und da machst du keine Kompromisse. Unserem Planet Erde bewegte sich in deinem Geburtstag in Skorpion. Und das heißt, hier manifestiert sich etwas und das sind die Finanzen. Es gibt in Mythologie, aber auch im Himmel, diese Drachengeschichte. Es gibt auch Sternbild, wo Drache heißt, aber in Mythologie kommt auch oft vor, diese Drachenfigur. Erstmal symbolisiert das unsere Ängste und der Drachentöter, was immer wieder in Mythologie auch vorkommt, zeigt uns, wie wichtig das ist, unsere Ängste loslassen. Im Horoskop gibt auch eine Drache, aber diese Drache ist getrennt. Die Kopf wurde abgeschnitten. Und wir kennen die Körper dieser Drache und das zeigt Vergangenheit. All das, was wir schon erlebt haben in früheren Leben. Das ist uns bekannt, das ist uns vertraut. Und das nennt man absteigende Mondknoten oder Ketu. Diese Ketu hast du in Tierkreiszeichen Fischen hier im sechsten Lebensbereich, wo das um Alltag und um die Arbeit geht. Die Tierkreiszeichen Fische ist kreativ. Neptun herrscht
über die Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist die Inspiration. Und hier in diesem Bereich, wo das um die Arbeit geht, zeigt, das ist eigentlich deine Berufung. Und da hast du diese karmischen Erinnerungen. Und weil hier eine karmischen Themen hast, würde ich mal sagen, dass du das nicht wirklich ausgeschöpft hast. Und jetzt in diesem Leben ist es wichtig, diese Kreativität leben und im Bereich Kunst oder ein Beruf, wo mit Schönheit etwas zu tun hat, da aktiv zu sein. Dieser Drache hat auch einen Kopf, aber diesen Kopf kennen wir nicht. Die Seele sucht das. Und im Horoskop ist das beschrieben, wo dieser Drachenkopf ist. Und das hast du hier im Jungfrau, im 12. Lebensbereich, wo auch karmische Themen sind. Wenn hier deine künstlerische Begabung liegt und das sollst du beruflich ausüben, dann hier die Jungfrau zeigt, bringt das in Ordnung. Und die Jungfrau ist Erdeelement, das heißt im Taten und damit auch Geld machen, weil Erdeelement steht auch für Materie, auch für Finanzen. Außerdem Jungfrau zeigt die Ordnung, bringt das in Ordnung. Da braucht man eine gewisse Heilung, deine Berufung leben. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Waage und dein Aszendent befindet sich im Mondhaus Vishakha. Vishakha ist eine Feuergöttin und diese Feuergöttin symbolisiert den Tempelfeuer. Und das hat auch eine reinigende, heilende Wirkung. Und das kannst du in deinem Alltag auch leben, diese inneren Feuer. Und das ist die Begeisterung. All das, was dich begeistert, womit du mit Feuer und Flamme dabei bist. Außerdem diese Vishakha, diese Feuergöttin, ist dafür auch bekannt, dass sie alles verbrennt, was im Weg liegt. Natürlich symbolisch. Symbolisch ist das gemeint. Und das heißt loslassen. Loslassen, weil das sind die Hindernisse. Und dein inneren Feuer leben. Deine Sonne befindet sich im Stier. Und dieser Mondhaus heißt Kritaka. Übersetzt bedeutet eigentlich die Plejaden. Die Plejaden sind 7 Geschwister. Die Töchter von Atlas und die Hyaden sind auch 7 Geschwister, auch die Töchter von Atlas. Die Hyaden und die Plejaden sind Halbschwester und sie befinden sich im Bereich zwischen Widder und Stier, wo deine Sonne ist. Und in diesem Bereich bilden sich die Hyaden und Plejaden ein Tor. Und dieses Tor nennt man das goldene Tor der Ekliptik. Und dieses goldene Tor, die Ekliptik, wo die Hyaden und Plejaden herrschen, oder sie bilden dieses Tor, heißt genau das, was das Märchen Frau Holle beschreibt. Diese Geschwister sind die Regengeschwister, weil sie verkünden die Regenszeit. Aber man erzählt auch, das sind die Tränen. Die Tränen, weil sie sind im Trauer, ihren Bruder ist im Brunnen gefallen. Das ist wieder eine mythologische Geschichte. Wichtig ist zu wissen, hier regnet. Und wir entscheiden uns, wenn wir in diesem Tor sind, ob wir optimistisch sind im Leben, die Gewinner der Leben, dann regnet hier Gold. Das ist die Geschichte von Goldmarie.
oder sind wir pessimistisch, dann sind wir die Verlierer dem Leben, dann regnet Pech, dann sind wir die Pechmarie. Und hier ist wichtig, dein Selbstleben, das im Besitz zu nehmen. Das ist die Stierenergie, weil das wertvoll ist. Das ist wertvoll. Und das Ausstrahlen, das ist dein Glanz. Und dann regnet hier Gold und das heißt Glück haben im Leben. Dein Mond befindet sich hier im Waage und dieser Mondhaus heißt Swati. Und es kommt dieser Wort von Sanskrit und bedeutet übersetzt selbst und die Seele. Und dein Mond, was auch deinen Gefühlen symbolisiert, zeigt dein Gefühl, dein Inneren, wie wichtig das ist, dein Selbstleben und um deine Seele kümmern. Dieser Mondhaus wird bestrahlt von einem Stammbild und das bedeutet das Kreuz des Südens. Diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar. Und hier in diesem Sternbild, Kreuz des Südens, befindet sich der Südpol. Und diesem Südpol dient zum Orientierung. Du brauchst Orientierung im Leben. Außerdem, das Kreuz des Südens steht auch für Spiritualität und Glaubenssätze, religiösen Themen. Und in indischen Astrologie wird beschrieben, das ist wie zwei Kreuz, dieser Kreuz wie zwei Schwert und Schwert symbolisiert Trennen von Angst. Mars befindet sich in Zwillinge hier und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist der hellste Stern der Himmel. Und das ist Glanz wie ein Diamant. Und das bedeutet, also alles, was du in Bewegung setzt, dann führt das auch zum Erfolg. Bedeutet aber, dass dieser Mann, der dich liebt und du ihn liebst, bringt alles im Glanz und du bewunderst ihn auch. Merkur befindet sich im Widder. Und dieser Mondhaus heißt Parani und das ist die Pforte des Lebens. Hier begegnen wir mit Urmutter, dieser mütterliche Energie, das ist wie ein Neugeburt für uns. Vertrauen des Lebens, dieses Urvertrauen und das erlebst du hier im Widder und das wirkt in Partnerschaft, das heißt du lernst den Partner. Oder diese Beziehung oder die Liebe vertrauen. Dieser Urvertrauen trägt dich. Jupiter befindet sich in Skorpion hier. Und dieser Mondhaus heißt Anuradha. Und das ist eigentlich das Glück. Dieser Mondhaus zeigt das Glück. In indischen Astrologie heißt auf Elefanten reiten. Und Elefant ist ein Glückssymbol im Indischen, aber nicht nur das Glück, sondern auch Wohlstand. Und gerade hier in Finanzen zeigt auch dieser Wohlstand, vorausgesetzt ist, dass du bewusst bist mit deinen eigenen Werten und Größe. Venus befindet sich in Zwillingen und dieser Mondhaus heißt Artra und zeigt die lebendige Frische und das zeigt dir eine jugendliche Ausstrahlung. Uranus hier im Krebs befindet sich im Mondhaus Ashlesha und das ist die Schlangenenergie, was ich hier schon bei Skorpion auch erwähnt habe. Hier bei Krebs handelt sich auch um unsere Gefühlen. So ähnlich kann ich das nochmal beschreiben. Diese Schlangenenergie ist einmal die negativen Gefühle, das blockiert uns. Und die positiven Gefühle legt die schöpferische Kraft und das, was wir transformieren. Und dieser Mondhaus heißt trennen oder befestigen. Trennen oder befestigen. All das, was in dein Leben gehört, das Befestigen, all das, was dich stört und hindert, davon trennen. Aber auch von Gefühlen wie Angst
oder Schuldgefühl. Und das ist wieder diese transformierende Energie, wieder die Schlangenenergie, diese Kundalini-Energie. Neptun befindet sich im Waage, auch im selben Mondhaus wie Mond, Swati. Und das Wort bedeutet Selbst und Seele und wird von Kreuz des Südens bestrahlt. Der gleiche Aussage wie bei Mond. Pluto befindet sich im Widder. Dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist ein Stern, einer von den königlichen Sternen und die Stern der Könige und Herrscher. Dieser Regulus ist das Herz der Löwen. Und das ist hier wichtig, weil das sind deine Wünsche, deine Herzensangelegenheiten. Rahu ist der aufsteigende Mondknoten, dieser Drachenkopf, was deine Seele sucht, was die Seele braucht. Hier im Jungfrau, dieser Mondhaus heißt Hashta und wird von Vindemiatrix bestrahlt. Vindemiatrix ist die Weinleserin, wurde bei Römer verehrt und das heißt Lebensfreude. Hashta bedeutet auch Hand und Handlungen, handle nach Lebensfreude, mit Fröhlichkeit, weil das, was dich befreit, was für dich die Heilung bringt. Ketu ist die absteigende Mondknoten und hier hast du die karmischen Erinnerungen. Ketu befindet sich im Mondhaus Revati und das heißt, etwas zum krönenden Abschluss bringen. Und das fehlt, das hast du nicht getan in früheren Leben und das bedeutet deine Kreativität, deine Träume verwirklichen, die Alltag so bewältigen oder deine Berufung leben und das ist schon Kunst und Kreativität. Jetzt die Verbindungen. Sonne und Jupiter steht gegenüber. Sonne, Jupiter, gegenüber. Das sind Vaterthemen. Wenn dein Vater dich gestärkt hat, und dir beigebracht hat, wie groß und wie großartig du bist, dann hast du das ausgeglichen, dann hast du diese inneren Gleichgewicht. Wenn aber dein Vater das nicht vermittelt hat oder warst du sogar zu streng erzogen oder klein gehalten, dann ist hier eine Aufgabe, mit deinen Größen bewusst zu sein. Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zum Saturn. Und das ist deine Mütterlichkeit oder die Verbindung zur Mutter. Und das ist stabil, vielleicht ein bisschen streng, ja. Saturn kann auch streng sein, aber das hat Hand und Fuß. Saturn sorgt für Sicherheit, Stabilität und Struktur und Saturn unterstützt. Mond und Neptun stehen in einer Verbindung, das heißt, sie wirken zusammen. Du hast die Intuition, du hast die inspirierende Kraft in dir und auch lebhafte Träume. Ich glaube, bei dir kommt immer wieder Träume und das ist auch die Sprache der Seele. Und das kannst du so vorstellen. Im Tiefschlaf verarbeitet unser Gehirn die täglichen Eindrücke. Diese Träume haben keine Bedeutung und wir vergessen das. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das ist lebendig und bleibt in Erinnerung, dann ist das die Sprache der Seele. Und Mond und Neptun haben beide mit Träumen was zu tun. Also entweder hast du oft Träume, Traumbilder und die Seele spricht so zu dir. Und die Traumdeutung kann das auch deuten, diese Symbolsprache entziffern. Ich deute sehr gut Träume, kann ich weiterhelfen, aber ich würde sagen, du kannst das aber auch. Du hast diese Begabung, deine Träume oder Träume von anderen auch deuten und verstehen.
Merkur steht in Spannung zum Uranus und das kommt immer wieder vor. Und das sind nach meiner Meinung nach auch Kindheits-, Jugend-Erinnerungen, wenn Veränderung kommt im Leben, dass dich das eher zurückwerft. Entweder hast Angst vor diesen Veränderungen oder zögerst und entsteht dieser Hin und Her, soll ich nicht. Und jetzt etwas über diese tibetische Astrologie und das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 6 und 12 hat auch hier eine Bedeutung. Und das heißt, du hast Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Und du lebst es auch. Und es kann dich unterstützen, wenn das schöne Erinnerungen sind. Kann dich aber auch hindern. Und diese Erinnerungen sollst du loslassen. Dann hast dein Leben gemeistert. Du brauchst Sicherheit und Stabilität. Manchmal fehlt ein bisschen die Geduld. Du bist sehr empfindsam und auch nüchtern, hast du eine optimistische Haltung, du bist ein guter Freund, du bist sehr zuverlässig, auch bei der Arbeit. Wenn Streitigkeiten gibt, dann gehst du lieber aus dem Weg, weil du liebst eher Harmonie. Du hilfst anderen, aber du verwöhnst dich selbst aber auch. Du kannst schwere Last auch mal tragen, aber du liebst die Liebe, du liebst auch die Frieden und Harmonie. Familie bedeutet für dich sehr viel. Du bist sehr intelligent, aber leider hast du auch Neider. Bei jedem Neuanfang zögerst du ein bisschen oder hast du Angst. Und du denkst, erstmal musst du etwas zu Ende bringen oder noch aufräumen, bis du diese Schritte wagst. Deine Glückszahl ist die Zahl 2 im Luftelement und das ist dein inneres Gleichgewicht, weil das befreit dich. Und Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Die Fokus ist die Zahl 5 im Holzelement und das bedeutet, wenn du etwas zu Ende gebracht hast, dann sei bereit für etwas Neues und sei auch geduldig. Manchmal ist das ein langsames Wachstum. Dein Schicksalszahl ist die Zahl 8 im Metallelement. Und das heißt, wenn es Höhen und Tiefen gibt im Leben oder hin und her, dann bring das in Harmonie, bereinige das, weil das, was dich auch befreit. Liebe Doriela, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.